dir auch so wie mir. Manchmal braucht man die Stille der Tiere, um sich von den Menschen zu erholen. Heute nehme ich dich mit hinter die Kulissen dieses Kunstwerks. Ich möchte dich eintauchen lassen in das Bild und dir die Geschichte erzählen, die hinter dem Werk steckt. Mein Name ist Ulrike Pusterhofer und ich bin Künstlerin. Mit meiner Kunst banne ich die Magie der Pferde in ihrer natürlichsten Form auf Papier, damit ihre Seele auch dich zu neuer Leichtigkeit inspiriert. Bestimmt kennst du das Sprichwort, stille Wasser sind tief. Ja, und genau so ist es, auch bei den Tieren. Denn obwohl sie nicht mit uns sprechen können, auf die Weise, die wir gewohnt sind, sind sie oft tiefgründiger als so mancher Mensch. Das Kunstwerk neben mir heißt Stille Wasser und es soll genau an das erinnern, an das, was versteckt ist unter der Oberfläche und dass es keine Worte braucht, um wertvoll zu sein. Denn Tiere geben uns so viel mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Tiere haben eine Seele. Sie leiden, sie freuen sich, sie trauern. Sie haben auch Emotionen und Gefühle, genauso wie wir. Das Kunstwerk Stille Wasser zeigt das. Es zeigt das, was unter der Oberfläche versteckt ist. Das, was man sieht, wenn man sein Herz dafür öffnet. Denn die Welt ist mehr als schwarz und weiß. Du brauchst keine Worte, um zu erkennen, dass Pferde eine Seele haben, dass sie Gefühle haben. Es reicht, wenn du dein Herz dafür öffnest. Die Vielfalt der Natur, die Vielfalt der Tiere und die Tiefgründigkeit der Pferde ist in diesem Kunstwerk eingefangen. Unterschiedlichste Farben repräsentieren diese Vielfalt, das, was unter der Oberfläche versteckt ist. Wenn du mehr über dieses oder andere verkäufliche Kunstwerke erfahren möchtest, dann schau am besten auf meiner Webseite vorbei. www.ulrike-pusterhofer.com. Übrigens, ich mache auch Auftragsarbeiten, unter anderem für Pferdebesitzer, die auf besondere und wertschätzende Weise an ein geliebtes Pferd erinnert werden wollen. Auch hierfür am besten auf meiner Webseite vorbeischauen.